Möchte ich fixen. Wir wollen A plus ABC aufrufen, haben, aus einer Funktion haben, aber bloß Funktionen, die ein Argument unterstützen. Also packe ich dieses plus ABC in eine Funktion rein, die genau dieses A erwartet. Wenn ich das also aufrufe, kriege ich zurück eine Funktion mit einem Argument, die aber noch nicht weiß, wo das B herkommt. Jetzt mache ich eine Funktion, die ein B erwartet, die diese Funktion als Return-Wert zurückliefert. Und noch einmal eine Funktion drumherum, die ein A erwartet, die ein C erwartet. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich die Reihenfolge nachher richtig mache. Wir werden es nachher sehen. Die ein C erwartet. Und das ist genau die falsche Reihenfolge. Ich muss mit A, B, C anfangen. So rum. Sonst stimmt es nachher nicht. Die liefert eine Funktion zurück, die, wenn sie aufgerufen wird, eine Funktion zurück, die wird, wenn sie aufgerufen wird, plus A, B, C aufrufen. Und diese Funktion rufe ich jetzt auf. Halt, nochmal eine Klammer drumherum. Diese äußerste Funktion, die rufe ich jetzt auf und übergebe ihr als Argument 10. Was ich da zurückkriege, ist eine Funktion, die rufe ich wieder auf mit einem Argument 20. Und was ich da zurückkriege, ist wieder eine Funktion, die rufe ich wieder auf, die kriegt als Argument 30. Und wenn ich das Ganze dann ausführe, erstmal muss ich es kopieren, Copy, Paste, dann kommt mein 60 raus. Das ist genau das, was ich vorher. Und mein Fehler vorher war, ist, dass ich von oben angefangen habe, statt von innen nach außen nicht zu arbeiten, weil dann bin ich mit den Klammern durcheinander gekommen. Gut, nochmal. Und es gibt, wie gesagt, es gibt Programmiersprachen, da kann ich Funktionen definieren, zum Beispiel f von a und b. Und wenn ich die aufrufe mit nur einem Argument f von 1, dann macht die automatisch das, was ich da oben gemacht habe. Dann baut sie eine Funktion, die noch ein Argument erwartet. Ja? Und dann erst letztendlich die Berechnung voll durchführt. Haskell ist so eine Sprache zum Beispiel. Und andere funktionale Sprachen. ML, glaube ich, macht das auch, wenn ich mich recht erinnere. So. Gut, jetzt nochmal, jetzt zu unserem Closure-Problem wieder zurück. Das Einfachste, was man, oder das Beste, was man da immer macht, ist, man spielt mal geschwind Interpreter und man simuliert mal kurz durch, was eigentlich Sache ist, zu bestimmten Zeitpunkten. Dazu schauen wir mal, was unser Interpreter macht, wenn ich sage, define make adder und ich sage hier Lambda von n. Also er liefert zurück eine Funktion, noch ein Lambda von a, define make adder von n, so muss ich anfangen. Und ich liefere zurück ein Lambda von a, das dann plus a n berechnet. Also was passiert? Er ruft Lambda auf, Lambda macht uns eine Funktion, also im Prinzip speichert er sich nur einmal ab, das Lambda, und sagt, ich habe hier eine user-defined function, sagen wir mal so, user-defined function, die hat die erwarteten A als Arglist, Args, und die hat als Body plus AN. Und diese User-Defined Function, die wird gebunden an MakeAdder. Nee, sorry, falsch, zurück. Zurück. Das macht nichts anderes, als dass es an MakeAdder bindet, eine User-Defined Function, die ein n erwartet und die, wenn sie aufgerufen wird, Lambda von a berechnet. So rum. So. Und dann rufe ich MakeAdder auf, das war das nächste, define add 10.
als MakeAdder von 10. Also ich rufe das jetzt auf und sage MakeAdder von 10. Jetzt wird MakeAdder von 10 aufgerufen. Ich rufe die UserDefined Function hier auf mit 10 als Argument. Er evaluiert das in dem Environment, das heißt, er legt ein Environment an, in dem n gebunden ist an 10. Das ist jetzt unser Environment. N ist auf 10 gebunden und es hat natürlich ein Parent-Environment. Der Parent, der zeigt hoch zu, wo Plus und Minus und die ganzen anderen Dinge drin sind. Dieses Environment. In dem wird jetzt Lambda evaluiert. Was macht Lambda? Lambda merkt sich nur die Argumentliste und den Body und liefert das wieder zurück als neue User-Defined Function. Das heißt, er sagt, ich mache eine User-Defined Function, die ein A erwartet und die ausrechnet plus AN. Das ist der Wert, den Lambda zurückliefert. Das kommt zurück. Das wird dann gebunden an add 10. Add 10 zeigt jetzt auf das Teil. Und jetzt rufe ich add 10 auf mit einem Argument von 10. Okay, er legt ein neues Environment an, in dem drin steht, add 10, wie war das definiert? Das will ein A, also in dem A gebunden ist an 10. Und da in diesem Environment und als Parent Environment haben wir was? Als Parent Environment haben wir immer noch unserem Top-Level World Environment, nicht dieses. In der Top-Level World. Und jetzt will er in diesem Environment will er jetzt plus A N ausrechnen. Und fällt auf die Nase, weil wenn er N sucht, findet er es hier nicht, da ist nur ein A drin. Und in unserem World Environment ist natürlich auch kein N drin. Es hätte funktioniert, wenn in unserem World Environment zufällig ein N drin gelegen hätte, aber das wäre möglicherweise ein ganz anderes N gewesen, als das, was wir erwartet haben hier. Das heißt, wir haben dieses Environment nicht mehr zur Verfügung, in dem das N steckt. Und welches Environment ist das? Das ist das Environment, das aktiv war, als wir da oben drin waren, als das Lambda quasi aktiv wurde, oder als das erste Lambda durchgeführt wurde. So, dieses Environment müssen wir uns einfach merken. Das heißt, wenn der Lambda hier aufgerufen wird, müssen wir diese User-Defined Function, müssen wir nicht nur die Argumentliste und den Body uns merken, sondern zusätzlich das Environment, das gerade zu dem Zeitpunkt aktiv ist. Machen wir das mal. Ah ja. So, das heißt, unser Lambda war doch etwas zu leicht und zu naiv, was ich vorher gemacht habe, indem ich mir in Lambda nur letztendlich hier dieses, wo waren wir? Das E merke. Das E ist ja die Expression. Das E ist ja quasi die Argliste plus der Body plus unsere Kennung und wir haben das Lambda selber missbraucht, damit sich das nachher schön bindet. Also sprich, das was der bindet, ist nichts anderes als eine Liste, wo vorne das Lambda drin steht, dann die Argliste und dann der Body. Und wir brauchen zusätzlich das Environment, das zu dem Zeitpunkt gültig ist und das ist das hier, das ist das Env. Ich kann das mal kurz demonstrieren, indem ich hier einfach mal Display env im Lambda, display new line. Und dann kommt das E zurück als Return-Wert. So. Schauen wir mal, jetzt lassen wir es nochmal laufen. Start. Und hier Environment im Lambda. Hier sehen wir, dass wir in dem dass wir hier ein N drin haben, N10. Das ist das Parent,
Das ist das Parent Environment, das ist unser Top-Level World Environment. Das interessiert uns gerade nicht, das ist der Parent von dem. Aber hier sehen wir, dass hier das N10 drin war. Wohingegen das Environment in der User-Defined Function unten nachher, da fehlt das N10. Also was machen wir? Lambda wird sich jetzt nicht nur dieses E merken, was die Expression und die Argumentliste, also Argumentliste und der Body ist, sondern wir bauen uns hier einfach mal ein Cons aus dem Current Environment und dem E zusammen. Wir merken, wir liefern beide zurück. Also wir verpacken das aktuelle Environment mit dem Body und der Argumentliste, mit der Definition der Funktion. Deswegen heißt es auch Closure, weil es das zusammenpackt. Das ist genau das, was wir hier machen. Und dann das Nächste, wenn wir jetzt die User-Defined-Function aufrufen, hier in Eval User-Defined-Function, an der Stelle ist jetzt Fn, also Lambda-Args und Lambda-Body stimmt jetzt nicht mehr, weil wir haben jetzt hier eigentlich die Closure als Fn und wir hätten quasi das Environment in Closure, nenne ich es mal, wird jetzt, vielleicht sollte ich Fn auch umbenennen, Environment in Closure wird jetzt Car von dem, was da reinkommt, und das nenne ich hier auch mal Closure statt Fn. Car von dieser Closure und das Fn, was vorher Fn war, wird jetzt der Cutter von der Closure, klar. Ich habe es ja so gepackt, allerdings habe ich jetzt wieder mit meinem Lambda, mit meinem Latin-Problem. Ich habe es ja so verpackt, wo ich vorher E zurückgeliefert habe, liefere ich jetzt ein Cons von dem Environment und dem E zurück. Und das, was vorher hier drin Fn war, kommt ja von dem E. Das muss ich mir hier wieder rausholen, das ist dann der Cutter. Und das Environment, das ich vorher verpackt hatte, das wird jetzt der Car. Jetzt mache ich einfach nochmal Let vielleicht drumherum. Einfach Help Hyper Let. Und dann gehört das dazu und dann mache ich hinten dann nochmal eine Klammer ans Ende und dann passt es wieder. So, und jetzt kommt der große Trick. Also vielleicht machen wir mal noch einen Print rein vorher, dass man sieht. Copy, das wäre jetzt das Environment vorher, brauchen wir eh nicht mehr, weil wir es ja nicht mehr modifizieren. Das wäre eigentlich das Calling Environment, aber ich drücke jetzt mal das Environment aus der Closure aus hier. Environment in Closure. Env in Closure. Und das nachher brauchen wir. Ah doch, da können wir das New Environment ausgeben vielleicht. Und das nennen wir nicht nachher, sondern New. So, jetzt lassen wir es mal laufen. Und sagen, add 10 mit 20 als Argument. Interessant ist jetzt nur, was er hier ausgibt. Nicht, dass es Fehler gibt, den gibt es natürlich immer noch, weil das haben wir noch nicht gefixt, aber ich habe einen Print drin. Also hier haben wir das Environment in Closure. Warum kommt da noch ein Vorher? Habe ich, glaube ich, zu viel ausgedruckt noch. Sorry. Environment Vorher. Quatsch, brauchen wir nicht mehr. Also das wäre dieses Environment in Closure vorher, da sieht man, was ist denn das da alles, oh, Jemine. Was er hier macht, ist jetzt folgendes, er fügt hier so Symbole ein, damit wenn da rekursive Referenzen drin sind, und das haben wir jetzt durch unsere Verpointerung, dass man hier innen drin sieht, dass das Hash 0 wieder eine Referenz ist auf den da oben. Das liegt daran, weil wir in den Bindings jetzt das Add 10 drin haben, mit einer Referenz auf die Binding selber, und damit haben wir einen Zyklus drin. Den will er hier versuchen, uns darzustellen. Aber wir gehen da mal darauf ein, im Detail. Interessant ist, ob in dem Environment Closure, in der Closure, ob da das N10 drin ist, und da ist es, da sieht man es am Ende. Das da unten. Das hier oben ist nur das Top-Level-Environment, das ist jetzt ein bisschen schwer zu lesen. Also was machen wir? Wir tun die Add Bindings New, und das New Environment, das ist der Trick jetzt hier. Hier haben wir ja gesagt, Make Child Environment von dem Environment, das da reinkommt. Das ist aber gar nicht das, was uns hier interessiert. Das interessiert uns nur für die globalen Variablen. Was uns wirklich interessiert, ist das Environment aus der Closure. Und wir machen jetzt hier einfach ein Child Environment von diesem Environment in Closure, anstatt von dem Environment, was reinkommt. So. Dann haben wir nämlich
Folgendes gemacht, dass dieses Environment, in dem das A10 ganz unten steckt, als Parent jetzt das kriegt, und dessen Parent ist unser globales Environment. Und wenn wir das mehrfach machen würden, würden wir da automatisch sogar eine Parent-Kette kriegen, die der statischen Lambda-Verschachtelung entspricht. Das heißt, wir kriegen da genau das, was wir wollen. Lassen wir es nochmal laufen. Start. Bin mir nicht ganz sicher, ob diese ganzen Prints noch so hilfreich sind. Vielleicht mache ich mal ein paar weg. Unter 10. Jetzt funktioniert's. Also, das sind Closures und wir sind fertig. Mehr gibt es als eigentlich für diesen Teil nicht. Das heißt, nochmal ganz, ganz kurz, die Krux ist die, zusammenfassend, das Lambda darf sich nicht nur die Arglist und den Body merken, sondern es muss sich auch das Environment, das gültig war zu dem Zeitpunkt, als es aufgerufen wurde, merken. Und ein Konstrukt, ich nenne es mal User-Defined Function oder Closure, ein Objekt zurückliefern, was diese zwei Sachen hält. Und der Eval User Defined Function legt ein neues Environment an mit den Bindings für die Argumente, mit den evaluierten Werten und als Parent Environment eben nicht irgendein Global Environment oder ein Top-Level Environment oder das auch nicht das Environment, mit dem er aufgerufen wurde, weil das ist das dynamische Environment, komme ich gleich darauf zurück, sondern das Environment, was aus dem Lambda kommt, aus dieser Closure rauskommt. Und das muss er als Parent reinsetzen. Wenn ich das so lasse, wie es vorher war, was übrigens auch manche Programmiersprachen machen, dann kriege ich quasi immer die Bindings von meinem Aufrufer mit. Das heißt, wenn ich eine Funktion habe, die selber ein N hat als Argument und die ruft eine andere auf und in der anderen ist N nicht lokal definiert, dann könnte der das trotzdem sehen. Und zwar nicht das globale N, sondern das dynamische letzte N. Manche Basic Interpreter oder auch Shell. Der Shell-Interpreter ist auch so einer, also es gibt, oder Batch, wenn ich da irgendeine Subfunktion aufrufe, sieht der trotzdem die Variablen, die vorher definiert wurden von jemand anders. Also es ist so, dass es nicht ganz abwegig ist und die ersten Lisp-Interpreter, die hatten keine Closures. Das war dann eben, das war die Erfahrung, die damals auch gemacht haben und haben es dann später eben nachgezogen. Da gab es ja lange Zeit viel Literatur drüber, Fun-Arg-Problem nannten die das am Anfang, Function-Argument-Problem. Und die haben dann die Closure erfunden, quasi, vor 60 Jahren. So, also das Zeug ist alles ganz alt, aber es wird wieder modern, weil jetzt nämlich Lambdas in Java doch kommen, in den neuen Java 8 oder was, sollen jetzt Lambdas auch drin sein. Und die werden sich jetzt überlegen müssen, wie sie diese lokalen Variablen irgendwo dann halten, die quasi außen sind. Was die dann machen, ist, dass sie einen kleinen Array allokieren oder sowas und den dann in dem Lambda mit verstecken und durchreichen. Und dann den Code so machen, dass der, wenn der innen drauf zugreift, dann über diesen Array sich die Werte holt. Was ja im Prinzip nichts anderes ist, als was wir auch machen. Wir haben eine verkettete Liste statt einem Array, aber im Grunde genommen ist es genau dasselbe. Warum die sich die C-Leute und die Java-Leute sich bisher eigentlich wie der Teufels Weihwasser dagegen gewehrt haben, ist, dass da dynamisch Memory allokiert wird. Und dieses Memory, speziell bei C oder C++, eben nicht in einem Scope definiert wieder freigegeben werden kann, sondern wenn ich dieses Lambda jemand anderem gebe, hat da noch jemand eine Referenz auf dieses Ding und eigentlich erwartet es mehr oder weniger eine Garbage Collection oder sowas, weil wann kann ich diesen allokierten Speicher wieder freigeben? In Java habe ich Garbage Collection, da ist das gar kein Problem. In C und C++ habe ich eigentlich keine Build-in-Garbage-Collection, deswegen wollten die das nie haben. Weil das eigentlich dann erfordert, dass man auch zusätzlich dann gleich andere Sachen noch ändert und dann kommt eins zum anderen und deswegen haben die das immer abgelehnt. Da gibt es zwar Inner Function, aber die darf man nicht rausgeben. Die Art und Weise. Und das Zweite ist natürlich, dass jetzt dynamisch Memory allokiert wird, nämlich diese Closure, wenn ich was aufrufe, was vorher nicht der Fall war. Das verändert das Zeitverhalten und macht mal andere Dinge. Im Grunde genommen kann man es zusammenfassen, eigentlich erfordert es eine Garbage Collection im System, wenn man Closures hat. So, jetzt sind wir soweit durch mit diesem Ding. Ich möchte da jetzt auf der Lisp-Ebene gar nicht mal weitermachen, wobei Sie das durchaus könnten und wenn Sie das machen wollen, ist das toll. Das, stellen Sie sich vor, Sie nehmen das zum Bootstrappen. Sie implementieren Ihren ersten Lisp-Interpreter in Lisp
oder in Scheme. Und dann schreiben sie einen Compiler, der diesen Scheme-Code umsetzt. Wir werden zu Compilern noch kommen, zum Beispiel in Bytecode oder sogar in Maschinencode. Und dann lassen sie diesen Compiler zunächst einmal in ihrem interpretierten Lisp in Scheme laufen, kompilieren sich selber durch und dann können sie sich aus dem Sumpf ziehen, weil wenn sie einmal durchkompiliert sind, können sie das Ursprungssystem vergessen und können dann in ihrem eigenen System weiterarbeiten. So kann man Sprachen bootstrappen. Und das Schöne ist eben, wenn man die Sprache in der Sprache selber implementiert hat, dann kann man nämlich den Compiler, den man für die Sprache realisiert, nachher gleich auf die Implementierung anwenden. Und hat dann ja, den Benefit, dass man nicht mehr zwei Sachen warten muss. Gut, soweit so gut. Soweit so gut, ja. Gibt es dazu jetzt noch Fragen? Weil ich würde jetzt sofort anfangen, in einer objektorientierten Sprache das Gleiche nochmal zu implementieren. Okay. So, jetzt welche Sprache nehmen wir? Wir machen das sowieso auf zwei Arten. Also die erste Implementierung jetzt kommt in einer objektorientierten Sprache und ich nehme Smalltalk dazu, weil Sie alle Java gut kennen und mir was Neues lernen wollen. Außerdem, weil ich in Smalltalk viel fitter bin. Schauen wir mal. So, zunächst einmal, damit Sie das vielleicht nachher verstehen, was ich hier tue. Smalltalk ist eigentlich ähnlich wie das Lisp. Es gibt auch Interpreter und es gibt auch irgendwelche Bindings und Zeug. Allerdings gibt es ein wunderbares GUI dazu, dass das alles versteckt. Also zum Beispiel dieser Interpreter, der steckt hier drin. Und da kann ich hier zum Beispiel einfach ein Stück Code selektieren und dann sagen Do it, dann führt das aus oder Print it, dann führt das aus und printet es oder Inspect it. Dann führt das aus und gibt mir ein kleines GUI, um reinzugucken in das Resultat. Also, und da kann ich jetzt alle möglichen Sachen machen. Da kann ich jetzt sagen, was weiß ich, View, New, Open und sagen Inspect it. Und dann ist da oben der neue View und dann kann ich dem da drin sagen Self, Close. Und dann geht er wieder weg und solche Dinge. Also das heißt, hier ist genau das Gleiche. Hier ist auch ein Read-Eval Print Loop, nur schön grafisch verpackt drunter. Und unter dem ganzen System hat er auch noch mehrere Threads gestartet, die da die einzelnen Fenster bedienen. Und hier gibt es ein wunderbares Debugging-Interface, ein Debugger ist eingebaut, ein Compiler und ein Editor ist eingebaut. Das ist alles in einem System, aber stellen Sie sich vor, Sie würden jetzt in Ihrem Scheme quasi Edit-Funktionen, Window-Funktionen, alles programmieren und nachher dieses System dazu verwenden, um neue Funktionen in das System ständig reinzubringen. Aber ich bleibe dauernd in meinem Interpreter und genau in so einem System sitze ich jetzt. So, das ist die Philosophie dahinter. Ich sitze im System, programmiere, ich schreibe nicht ein File, das ich kompiliere, sondern ich, genau wie vorher im Scheme, ich bin ständig drin. Und jede Funktion, die ich definiere, ist sofort zur Verfügung und kann ausprobiert werden. Das zweite zur Syntax. Die Syntax ist eigentlich recht simpel. Es ist objektorientiert, das heißt, ich habe Objekte, die haben intern State, nicht funktional, kann aber auch funktional sein. Und ich schicke diesen Objekten Nachrichten, Messages heißen die hier, in C heißen sie Virtual Function Calls und in Java heißen sie auch Methodenaufrufe. Die haben Namen und einen Aufruf mache ich, indem ich einfach den Namen hinschreibe, also keine Klammern oder sowas brauche. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein Objekt habe, zum Beispiel die Zahl 1, 2, 3, 4, 5, was ein Objekt ist, kann ich das fragen, bist du positiv? Positiv. Und dann kann ich auch wieder sagen, print it, da kann ich sagen Alt-P, das geht schneller, oder Ctrl-P, was ich auch jetzt in Zukunft mache. Und dann sagt er mir hier, true, du bist positiv. Das heißt, das ist einfach nur die Nachricht positiv an dieses Objekt geschickt. Es gibt in Smalltalk keine Unterscheidung zwischen built-in, nativen oder primitiven Typen und user-definierten Klassen, wie in Java, wo es int und float und double gibt. Hier sind alles Objekte, das heißt Zahlen kann ich genauso, sind genauso Instanzen einer Klasse, in dem Fall Small Integer oder Integer. Ich kann jedes Objekt fragen, was ist deine Class, das ist Reflection, wenn Sie so wollen. Da sagt er, ich bin eine Small Integer, dann kann ich sagen, du Class, öffne mal einen Browser auf dich. Und dann, wenn ich das Do It mache, dann kommt der Browser hoch und er zeigt mir Small Integer. Ich kann auch eine Klasse fragen, ob er zum Beispiel eine bestimmte Nachricht
unterstützt. Ich kann sagen Response to und positiv. Und dann sagt er mir, nein, nicht die Klasse, ich muss die Instanz fragen, response to positiv. Ja, also der heißt, der versteht positiv, dem könnte ich positiv schicken. Ich kann ihn fragen, verstehst du Fu? Und dann sagt er nein. Und tatsächlich, wenn ich dem dann Fu schicke, dann sagt er nachher, oh, ich verstehe das nicht. Das heißt, er sagt, does not understand, ich verstehe diese Nachricht nicht. Das nennt man Ducktyping. Das heißt, ich kann ihm Nachrichten schicken, ich muss den Typ nicht wissen, es wird dynamisch. Screen, ja. Okay, sorry für diese Unterbrechung. Ich weiß nicht, fehlt viel oder war das jetzt? Nee, okay. Also das war jetzt eine Nachricht, die kein Argument hat. Wenn ich eine Nachricht mit Argument haben möchte, zum Beispiel gibt es ein Minimum. Ich kann sagen 10. Wenn ich dir die 30 gebe, wer von euch beiden ist das Minimum? Also die Nachricht heißt Min, Doppelpunkt. Das ist ein Argument, das ist der Empfänger der Nachricht, der steht immer links. Kommt jetzt hier 10 zurück. Also das da oben entspricht 1, 2, 3, 4, 5, Punkt, Fu, Klammer auf, Klammer zu, in Java-Notation. Das da unten entspricht 10, Punkt, Min, Klammer auf, 30, Klammer zu. Okay, man stelle sich vor, jede Zahl hätte eine Min-Funktion und da kann ich noch Argumente mitgeben. Also keine Statikfunktion, sondern eine Instanzmethode. Und das Gleiche gibt es mit mehreren Argumenten, also zum Beispiel gibt es eine Nachricht, da kann ich einem Array, den kann ich so angeben, 1, 2, 3, 4, ein Array und dem kann ich die Nachricht schicken an der Stelle 3, was hast du da? Das war jetzt didaktisch schlecht, damit man sieht, dass da was anderes rauskommt. Kann ich sagen add 3, da kommt 30 raus und dann kann ich aber auch sagen add 3 put die 300. In Java würden Sie schreiben, da schreibt man, glaube ich, geschweifte Klammer, wenn ich mich recht erinnere, 10, 20, 30, 30, 40, Punkt, add, put, 3, 300. So, das wäre jetzt im Prinzip das Java-Äquivalent, wenn Sie so wollen, wenn das jetzt syntaktisch geht. Hier sehen Sie, die Nachricht heißt add, put, das ist eine Nachricht, die ich ihm schicke mit zwei Argumenten. Also das ist jetzt, das, am Anfang hat man ein bisschen damit Schwierigkeiten, dass die nicht separat vorne der Nachrichtenname, hinten die Argumente, sondern die Argumente sind quasi innen rein verpackt in den Namen, die Message. Das ist aber nur Syntax. Ja? Technisch ist es eine Message, die geschickt wird mit zwei Argumenten, 33, und die wird geschickt an dieses Objekt. Und dann gibt es noch eine Geschichte, das ist syntaktischer Zucker mehr oder weniger, weil das bringt eigentlich nichts Neues. Nach dem, was man bisher gelernt hat, wenn ich jetzt addieren wollte, müsste ich ja schreiben, add Doppelpunkt 20, um eine Addition zu machen und das ist so hässlich zu schreiben. Deswegen haben sich die Smalltalk-Leute gesagt, okay, für diese ganzen mathematischen Symbole und Sonderzeichen und sowas erlauben wir, dass man die infix schreibt. Das heißt, man kann auch schreiben 10 plus 20. Und das entspricht eigentlich der, in Java würden sie schreiben 10 Punkt plus von 20, was natürlich nicht geht syntaktisch, aber konzeptionell entspricht es dem. So, das sind die Nachrichtentypen, also das nennt sich unäre Nachricht ohne Argument, das nennt sich Keyword-Nachricht mit ein bis n Argumenten, jeweils mit Doppelpunkt getrennt und der Nachrichtenname ist die Zusammenkonkatenierung aller einzelnen Teile. Da kann es Konflikte geben, zum Beispiel, wenn ich dem jetzt wieder eine Nachricht schicken will, zum Beispiel min, was da rauskommt, also das Resultat von dem Ding, dem will ich dann min schicken, das geht jetzt so nicht, weil das wäre die Nachricht add put min. Mit drei Argumenten, wenn ich das so schreibe. In so einem Fall muss ich klammern und muss sagen, okay, das hier ist eine Nachricht und dem Resultat von dem schicke ich dann die Min-Nachricht. Okay? Soweit, so gut. Mehr gibt es jetzt nicht an Messages und an Built-in-Syntax. Es gibt zum Beispiel kein If und kein While und kein For und kein Nichts. Das wird alles über Messages abgedeckt. Ich brauche dazu aber ein Ding und das ist ein Lambda.
Ein Lambda schreibe ich in Smalltalk in eckigen Klammern. Ich schreibe einfach meinen Code, der normalerweise in Lambda gehört, hier rein. Zum Beispiel kann ich sagen, Transcript show mit carriage return hello. Und wenn ich dieses Stück Code hier so ausführe und sage, do it, dann kommt hier hinten hello raus. Mach nochmal, do it. Und wenn ich es dreimal ausführe mit meiner Kurzkey, 1, 2, 3, dann kommt hier immer wieder hello raus. So, wenn ich aber diese Klammer drumherum schreibe, dann macht er ein Lambda. Das heißt, das was, wenn ich das jetzt inspiziere, inspect, dann habe ich ein Lambda in einem Unbound-Methode. Das heißt, es ist ein Lambda, das ich in einem Workspace eingetippt habe, also im Eval. Das ist nicht verankert in irgendeiner Methode, aber das ist ein, im Grunde genommen ist das eine Closure über das Stück Code mit dem Environment, in dem ich dieses Lambda definiert habe. Und diese Lambdas kann man auch definieren wieder mit Argumenten. Ich kann schreiben, ich möchte ein Argument A haben und wenn ich aufgerufen werde, dann sage ich Transcript show CR A. So, machen wir es nochmal. Und jetzt tue ich das Ding inspizieren im Inspektor. Sie sehen hier, passiert mal zunächst gar nichts. Ich mache mal hier das Ding leer und sage inspect it. Ja, da kommen immer andere Debug-Meldungen, die uns jetzt aber gerade nicht interessieren. Und jetzt seht man, es ist hier noch nichts passiert. Und erst wenn ich dieses Lambda jetzt evaluiere, und das mache ich auch, indem ich dem eine Message schicke, indem ich die Message Value schicke, und weil der ein Argument erwartet, muss ich dem auch ein Value mitgeben und evaluiere dann das Lambda, das ist quasi der Aufruf des Lambdas. So, und in Smalltalk ist das das einzige Mittel, mit dem ich Kontrollstrukturen mache, indem ich zum Beispiel ein Lambda jetzt einem if mitgebe. Ich kann also sagen, machen wir mal eine Variable a. Variable legt man an, indem man sie einfach in senkrechte Striche schreibt und dann kann man da Zuweisung machen, v Doppelpunkt gleich 10. Und jetzt kann ich sagen, v größer 5, da kommt eine Boolean raus. Wenn ich das evaluiere, kommt true oder false raus, machen wir es mal, true in dem Fall. Und v größer 15, wenn ich das größer 10, wenn ich das evaluiere, kommt false raus als Beispiel. Und dieses true oder false, dem kann ich jetzt die Nachricht sagen, wenn du true bist, dann bitteschön evaluiere dieses Lambda, was ich dir hier mitgebe. Also dann, wenn du true bist, dann bitteschön mach evaluiere Transcript show ja. Okay, machen wir das mal. Und da kommt ja raus. Also wie gesagt, das da hinten ist eigentlich nur mal das Lambda und das übergebe ich dem Boolean als Argument in dieser if-true-Message. Okay, also ich habe quasi eine Library-Methode, die heißt if-true, die erwartet ein Lambda und ich als true, als Boolean, ich entscheide, bin ich true, dann evaluiere ich das mal ein Lambda, wenn ich false bin, evaluiere ich es einfach nicht. Jetzt gibt es hier einen wunderbaren Browser, den kennen Sie ja auch von Eclipse, da kann man nämlich schauen, wie Funktionen implementiert sind. Jetzt gucken wir doch einfach mal Implementierungen von if-true. Ah, da gibt es genau zwei, das ist interessant. Es gibt hier zwar eine Boolean-Klasse, ich gehe da mal kurz hin, und das sieht man, wenn man hier Vererbung anschaltet, da sieht man, true erbt von Boolean, aber true hat if true definiert, das und er erwartet hier einen Block, also das Lambda, und er sagt, ich evaluiere den Lambda. Was macht false? Sie haben es wahrscheinlich schon gedacht, der macht nichts, er ignoriert den Block und returnt nil. Das ist übrigens return aus einer Methode. Also so kann ich Kontrollstrukturen, Sie erinnern sich vorher in Lisp, haben wir die Kontrollstrukturen eventuell auch mit Lambda, hätten wir auch machen können zum Teil, haben wir auch mal versucht. So sind Kontrollstrukturen hier auch in Smalltalk letztendlich als Library-Funktionen definiert. Das hat den tollen Effekt, dass ich meine eigenen definieren kann, wenn sie mir nicht passen. Also ich kann eine Tageslicht größer 50 Lumen definieren mit einem Lambda als Argument und dann kann ich das verwenden, wie wenn das ein Bild in Syntax wäre im System. Ich kann auch meine eigenen Loop-Strukturen definieren oder speziell, und das ist der Hauptgrund, Enumerations über Collections. Also jede Collection in Smalltalk versteht eine Nachricht du. Ja, machen wir mal eine neue Seite. Nehmen wir mal gerade eine Collection, das wäre ein Array, 10, 20, 30. Und die versteht die Nachricht du, erwartet ein Argument, was ein Lambda ist, mit einem ein Lambda ja, als Argument, ein Lambda mit einem Argument und die wird dieses Lambda für jedes seiner Elemente nacheinander aufrufen, für mich. Das macht das Do, ist quasi, da spare ich mir das ganze Stream und Add-End und was weiß ich was.
und kann jetzt sagen, okay, Transcript Show Carriage Return, das Element mache ich da rein. Also nochmal, do it. Und jetzt kommen hier hinten nacheinander 10, 20, 30 raus. Der Vorteil ist, wenn ich das so mache, do kann ich implementieren. Ich kann meine eigene Klasse implementieren, die so tut, als wäre sie eine Collection, obwohl sie gar keine ist. Die do implementiert. Machen wir das mal. Da gehe ich in den Browser rein, mache eine neue Klasse. Eine Sache, das erkläre ich aber gleich. Collections. Neue Collections. Funny. Und ich sage da neue Klasse und nenne die mal My Funny Collection. Collection. Und wenn ich die so angelegt habe, dann kann ich jetzt My Funny Collection sofort instanziieren. Ich kann jetzt also hier sagen, eine Variable C und sage C ist My Funny Collection New. Jetzt habe ich eine neue Funny Collection. Und schauen wir mal rein in das Ding, machen wir mal Inspect da drauf. Okay, das ist eine Funny Collection. Gut, soweit so gut. Und jetzt implementieren wir hier drin. Jetzt implementieren wir hier drin Do. Ich erkläre sofort, was diese zwei Listen hier bedeuten, aber das ist im Moment Do. Und der erwartet ein Lambda oder ein Block, wie sie in Smalltalk heißen. Und der sagt, okay, ich evaluiere den Block einmal und ich gebe ihm mal 10. Und dann übergebe ich ihm noch, rufe ihn nochmal auf und dann gebe ich ihm 100. Und dann rufe ich ihn ein drittes Mal auf und dann gebe ich ihm 1000. So. Und jetzt kann ich das verwenden. Überall, wo ich bisher Arrays mit Do enumeriert habe, kann ich auch meine Funny Collection enumerieren. Das heißt, ich kann der jetzt sagen Do, Copy und sagen, okay, C, Do. Und was erwarten wir? Er tut so, als wäre eine Collection, die 10, 100, 1000 drin hätte. So, das ist also das Schöne an Smalltalk. Das heißt, dass man im Prinzip fast alles durch andere Dinge ersetzen kann, ohne dass man sich von außen drum kümmern muss. Ich kann meine Implementierung von der Funny Collection komplett umbauen und ändern, ohne dass irgendjemand das überhaupt davon merkt oder merken muss. Ich kann natürlich über Reflection hier auch alles Mögliche angucken, aber das nicht. Das ist das Duck-Typing von Smalltalk. Und so Dinge wie Do sind an vielen Stellen implementiert. Also es gibt natürlich unheimlich viele Collections. Hier sehen Sie Array, Do, B-Tree, Bag, Binary Tree, was weiß ich, Dictionary, das ist eine Hash-Table, Heap, Intervalle, Iteratoren, was es da alles gibt. Also gibt es hunderte von Collections, eine relativ große, mächtige Collection-Hierarchie und alle implementieren sie Do. Als Beispiel. Alle implementieren sie auch Collect. Ich kann zum Beispiel hier eine Collection angeben und kann der sagen, sammle mal alle raus, für die gilt, Element ist größer 15. Und dann, das entspricht dem Map mit Filter, der liefert mir jetzt einen neuen Array zurück. Ah ne, der liefert mir die Resultate zurück. Ich wollte eigentlich den Select machen. Das war der Map, der Collect. Okay, der Collect sammelt die Resultate auf und der Select, der sammelt die auf, für die das Prädikat True zurückliefert. So, das war jetzt nur mal die Einführung, damit Sie ungefähr verstehen, was ich jetzt gleich programmiere. Weil das ist jetzt unsere Syntax für die nächsten zwei Tage. Lernen wir wieder was Neues. Also wir wollen einen Lisp-Interpreter oder einen Scheme-Interpreter, besser gesagt, implementieren. Nun zunächst zum Browser nochmal ganz kurz. Der Browser, weil ich nämlich richtig viele Klassen in dem System habe, im Moment habe ich 2.500 drin, wobei das nur ein kleiner Teil ist vom Gesamtsystem, das sind bestimmt 10.000, 15.000, wenn ich alles laden würde, muss man die ja natürlich irgendwie organisieren. Und hier ist es nicht so, dass die in Files und Directories organisiert sind, sondern sie sind alle im System. Das ist wie wenn ich die vorher in Lisp mit Define alle definiert hätte. Das ist alles schon da und ist alles drin im Memory. Sofort. Und damit ich da nicht durcheinander komme, hat man sich überlegt, dass man die einteilt. Das heißt, jede Klasse, wenn ich die definiere, sage ich, die gehört in eine Kategorie rein, damit ich die hier hinten schneller finde. Zum Beispiel hat man alle Collections hier zusammen, Collections sortierte, verkettete, alles was mit Text was zu tun hat. Oder wenn man hier unten reinguckt, Programmiersprachen, Numbers zum Beispiel, sind hier alle Float und so weiter. Da findet man sie schnell, da hat man sie schon mal sortiert. Tatsächlich kann man diese Liste auch hierarchisch anzeigen, dann sieht sie noch etwas einfacher aus. Und das Gleiche geht weiter bei den Methoden. Wenn ich jetzt hier die Float-Klasse angucke,
Die hat 73 Methoden hier drin, plus, minus, mal und so weiter, das kann man sich alles vorstellen. Aber auch da hätte ich sie ganz gern wieder ein bisschen organisiert, damit ich sie hier schneller finde. Also wenn ich jetzt alle Arithmetik angucken will, dann drücke ich auf Arithmetik, das ist quasi ein Filter. Und die Methoden, wenn ich jetzt eine neue Methode eintippe, zum Beispiel bla bla, bla bla und bla bla returned 0815, dann wird die hier, ist die hier zum Beispiel in Arithmetik drin und jetzt sofort kann jede Float 1.5 kann jetzt bla bla und liefert mir 0815 dafür zurück. Ich kann das auch wieder wegschmeißen, wenn mir es nicht gefällt. Also ich kann hier das auch wieder wegmachen und einfach auf Löschen drücken. Fragt er mich nochmal nach. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Jedes Fenster, das Text anzeigt, hat diesen Evaluator mit eingebaut. Das heißt, ich kann einfach überall irgendwo, wo es mir gerade passt, mal was eintippen und das ausprobieren. Und jetzt machen wir nochmal Do It. Und jetzt sagt er natürlich wieder, does not understand, weil ich habe es ihm ja wieder entlernt, wie man auf Blabla reagiert. Ich kann es sogar hier drin tippen, in dem Codefenster, weil solange ich hier nicht auf den grünen Knopf drücke, der quasi kompilieren heißt, solange passiert nichts. Ich kann das also auch als Scratchpad verwenden und kann da geschwind was eintippen. Passiert auch nichts, kommt wieder mein Debugger hoch und der sagt wieder, er versteht kein Blabla. Wenn ich den Text wieder rückgängig mache, drücke ich auf den roten Knopf, dann ist wieder alles weg. So, das hat auch den Vorteil, dass ich neue Methoden einfach dadurch zum Beispiel anlegen kann, indem ich mir eine hernehme, die schon ganz gut passt und bloß abändere und nachher auf den grünen Knopf drücke, der Accept heißt, der ist auf dem Menü übernehmen auf Deutsch. Und kann zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt eine Funktion haben, die heißt negated 2. Und da sage ich einfach irgendwas anderes. Na, das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil da sieht man nichts Vernünftiges. Ich gucke mal nach was anderem. Das ist auch ein blödes Beispiel. Testing. Ah, ich gehe mal in eine andere Klasse rein. Suche Klasse. Collection. Ordered Collection. Die ist zum Beispiel schön. Und da ist jetzt zum Beispiel was, angenommen, ich will jetzt eine isFixedSize manchmal sagen, dann kann ich einfach den Text von irgendeiner existierenden Methode hernehmen, drücke hier auf grün und dann wird die neue Methode, so wie sie ist, übernommen und reinkompiliert ins System. Also unabhängig davon, wo der Text herkommt, zu dem Zeitpunkt, wo ich akzepte, wird das reinkompiliert. Es gibt auch ein Undo, das heißt, ich kann auch sagen, ich mache sie einfach wieder weg. So, das ist alles der Browser und in dem Browser werden wir uns jetzt eine Weile beschäftigen. Also zunächst mal lege ich hier eine neue Kategorie an, damit ich sie später finde. Und jetzt mache ich was ganz Gemeines, ich nenne die AAA-Scheme. Der einzige der Vorteil ist, der liegt sie gleich hier vorne und da muss ich nicht erst lang suchen, wo sie sich befindet, sondern ich finde die Kategorie dann gleich am Anfang. Ich kann natürlich auch hier noch einen extra Browser sagen, kann sagen, ich möchte nur noch AAA-Scheme sehen und dann habe ich einen Browser, der das schon rausfiltert. Also es gibt hier verschiedene Ansichten. Ich kann nach der Hierarchie gucken, wobei die Hierarchie ist eigentlich die schlechteste von allem, weil ich weiß im Normalfall nicht, von was jemand erbt. Ne? Also eine Hierarchieansicht im Browser ist so gut wie so gut wie nie verwendet. Ich kann nach Namensraum filtern, es gibt hier auch Namespaces, nach Paketen, in denen sie aus der Library kommen oder eben nach der Kategorie. Das Programm heißt Smalltalk X und der Browser ist Teil von dem System. Also es ist nicht so, dass man da einen Browser hat und man entwickelt, sondern man startet das System, entwickelt seine Applikation da drin und die Kombination. Natürlich gibt es nachher Tools zum Deployen, die dann da draus irgendwas machen, aber entwickeln tut man immer da drin. Ja, vielleicht zum Smalltalk, Smalltalk X frei runterladbar. Es gibt noch andere, es gibt Squeak. Es gibt Visual Works, es gibt verschiedene Smalltalks, die sich eigentlich so sehr nicht unterscheiden in Details. Aber in der Ebene, die wir jetzt gerade betrachten, sind sie eigentlich alle gleich. Gut, jetzt legen wir also unsere erste Dinge an und jetzt fangen wir mal an und überlegen mal eine grobe Struktur, bevor ich reintippe, wobei man das in Smalltalk viel besser machen kann, explorativ programmieren als in anderen Systemen. Insofern, aber was ich mal grob vorhabe, damit Sie einfach einen Plan haben, ich will zunächst einmal ein Scheme-Objekt definieren, von dem erben dann Dinge wie Scheme-Number, Scheme-Atom, Scheme-Function und was wir alles brauchen werden, das werden wir sehen. Dann brauchen wir einen Scheme-Reader und einen Printer und einen Eval. Ich werde auch bewusst nicht allzu viele Funktionen vom Smalltalk verwenden. Also zum Beispiel Vererbung und sowas werde ich nicht verwenden für den Eval,
Man könnte ja zum Beispiel diese ganzen Evaluierungsregeln in die Objekte reinlegen und dann denen sagen, evaluier dich mal. Das tue ich jetzt nicht, damit die Struktur erstens mal ähnlich bleibt, wie wir es in Scheme selber vorher hatten. Wir haben also eine Eval-Funktion. Und zum Zweiten, weil wenn wir später dann auf C gehen, ist es auch gut, wenn wir nicht zu viele Funktionen hier schon verwenden, weil wir die nachher in C nicht mehr haben. Und dann bleibt die Struktur relativ gleich und man kann sich dann zurechtfinden. Man sieht dann, wie habe ich es in Lisp, wie habe ich es in Smalltalk, wie habe ich es in C implementiert. Ne? Also meine Scheme-Objekte, die ich hier habe, die sind eigentlich keine klassische Smalltalk-Implementierung. Die sind nackte Datenhalter mit Gettern und Settern. Also neue Klasse, Scheme-Objekt und erb von Object und jetzt übernehmen wir das, jetzt haben wir die Klasse drin, das ist mal als erstes, jetzt brauchen wir eine Subklasse, neue Subklasse und zwar brauchen wir als erstes mal vielleicht eine Scheme Number und eine Scheme Number wird vermutlich irgendwie ihren Value oder vielleicht nennen wir es erstmal Scheme Integer, wird vermutlich irgendwie ihren Value halten und dann brauchen wir noch ein Scheme Symbol. Und dann nehme ich einfach das hier her, Scheme Symbol, und der wird seine Characters beinhalten. Und möglicherweise brauchen wir noch ein Scheme Cons Objekt, und der hat ein Char und einen Kütter. Und das wäre es erstmal. Dann definieren wir einen Reader, der erbt wieder von Object, und das wird unser Scheme Reader. Mal schauen, was der braucht. Bis jetzt braucht er noch nichts. Dann haben wir einen Scheme Printer. Der braucht vielleicht auch noch nichts. Und dann haben wir einen Scheme Evaluator. Ich nenne es bloß mal Scheme Eval. Der hat vorläufig auch noch keinen State. Tatsächlich werde ich wahrscheinlich gar keinen State verwenden, weil das wird alles funktional programmiert sein. Also ich werde quasi sowas wie Static-Funktionen mehr oder weniger definieren, die alle komplett per Argument gesteuert werden. Das ist jetzt nur für uns hier quasi eine... verwende gar kein Smalltalk. Das Wichtige, was wir jetzt noch brauchen, ist Folgendes. Wir brauchen einen Testcase. Und zwar werden das unsere Scheme-Tests. Scheme-Tests. Und der legt mir gleich mal ein paar an und zeigt mir, wie man die verwendet, die Testcase. Also ich hatte mal ein paar Dummy-Tests, da kann ich dann auf Debug drücken, da laufen die Tests alle durch und da ist auch absichtlich einer drin, der schief geht, sodass man sieht, was passiert. Die werden dann rot oder grün angezeigt. Diese Tests sind alle Quatsch, die sind bloß zur Information da und Testcases schreibt man hier in Smalltalk immer so, dass man hier irgendwelche Dinge berechnet und dann mit assert oder mit should not quasi dann validiert. Aber das kennen Sie. Also unser erster Testcase wird sein, wir brauchen einen Reader und wir sagen, wir brauchen einen Scheme Reader und den bitten wir mal für uns zu lesen. Ein 1, 2, 3, 4. Und den Reader brauchen wir gar nicht. O. Und dieses O, da erwarten wir, vielleicht reicht es schon als erstes, wir erwarten, dass das O dann auf isSchemeIntegr ein True liefert. So, das wäre unser erster Testcase. Ja gut, jetzt sagt er, das gibt es alles noch gar nicht, was ich da eintippe. Aber wenn ich jetzt hier auf Debug drücke, laufen lasse, oder andersrum, wenn ich auf Run drücke, dann sagt er mir einfach, dass er schief ging und er kriegt einen roten Knödel. Und wenn ich auf Debug drücke, dann sagt er mir auch noch, wo es schief geht und der Debugger hält da drin an. Das Tolle im Smalltalk ist, dass ich in dem Debugger, erstens mal kann ich den Debugger hier stehen lassen, jetzt ist quasi der Thread suspendiert, der gerade durchgeführt wurde, und ich kann in einem anderen Browser währenddessen das fixen und kann dann hier Continue sagen. Ich kann also im laufenden Programm eigentlich ändern. Tatsächlich kann ich sogar... In dem Fall nicht, weil ich muss den Scheme Reader jetzt erweitern. Aber ich könnte sogar hier drin jetzt was fixen. Ich könnte zum Beispiel sagen, Transcript Show CR Hello World. Könnte hier drin grün drücken und fortfahren, das ist natürlich immer noch undiff. Und könnte sagen Resend und jetzt macht das Gleiche nochmal, hat aber hier mein Hello World quasi schon übernommen und die Methode durchgeführt. Das heißt, das ist optimal zum Entwickeln, weil Sie sind einfach um Klassen schneller, speziell bei komplexen Problemen, wo Sie sich erst hinhangeln müssen, müssen Sie nicht nach einer Kompilierung wieder ganz von vorne anfangen und erst dafür sorgen, dass diese Situation wieder entsteht, sondern zu dem Zeitpunkt, wo der Fehler entsteht, können Sie den im Debugger sofort fixen.
und Continue sagen oder Restart. Also Restart heißt diese Methode restarten. Ich kann aber auch irgendeine andere weiter oben im Stack, im Call-Stack selektieren und der sagen, sie soll restarten. Dann kann ich quasi aufräumen den Stack und dann wieder starten. Das geht nur, vielleicht technisch, das ist interessant, das geht nur deshalb, weil diese Exceptions in Smalltalk geworfen werden, wenn sie geworfen werden, den Stack nicht abräumen und dem Händler sagen, wo der Fehler war, aber ihm quasi den Stack schon aufgeräumt haben, sondern weil ich hier die Exception werfe und der Händler ist letztendlich derjenige, der den Debug aufmacht hier, der Händler sitzt auf dem Suspended Stack, wo der Race passiert ist. Und der kann dann noch einiges daran rummanipulieren. Das heißt, es liegt an dem kaputten Exception Handling von Java, dass das dort nicht so richtig gut geht. Also was man braucht, sind sogenannte Procedable Exceptions, Exceptions, die man quasi die suspendieren, wo man was machen kann und kann dann weiterlaufen lassen. Das ist das, was die technische Basis ganz weit, ganz tief unten drunter hinter dem Konzept letztendlich ist. So, aber ich wollte jetzt einen Scheme Reader machen und der Scheme Reader, jetzt vielleicht ist Ihnen das aufgefallen, ich habe hier gar nicht new gesagt. Das heißt, ich sage dem Scheme Reader selber, er soll readen. Ja, wie funktioniert denn das? Nun, das funktioniert so, dass Klassen in Smalltalk auch Objekte sind. Ja, also ich habe ja vorher gesagt, ja, klassenorientiert, okay, klar, die Klassen, die definieren, was eine Instanz von ihr kann. Nun, die Klassen sind selber ihrerseits wieder First-Class-Objekte des Systems, das heißt, die kann man wie alle anderen Objekte auch als Return-Wert liefern, irgendwo hinspeichern oder auch als Argument übergeben. Entschuldigung, und die Klassen ihrerseits sind wieder durch andere Klassen beschrieben. Also eine Klasse beschreibt immer, was ihre Instanzen können oder dürfen. Und auch, wie sie aussehen. Nun, wie ist dann eine Klasse beschrieben? Nun, durch eine Klasse, die eine Klasse beschreibt, eine sogenannte Metaklasse. Und ich kann hier im Browser umschalten, wenn ich hier auf Reader drücke und ich habe hier auf Instanz geklickt, dann sehe ich hier das Protokoll und die Methoden der Klasse. Das heißt, das sind die Methoden, die nachher Instanzen von der Klasse verstehen. Wenn ich hier auf Klasse drücke, dann editiere ich die Metaklasse. Und dann kann ich quasi die Methoden, die die Klasse versteht, definieren. Ich kann jetzt hier also zum Beispiel sagen, okay, nur zur Demo, ich kann hier jetzt zum Beispiel sagen, ein Scheme Reader soll von jetzt ab, continue, so kommt es, wenn man mit halbfertigen Programmen Demos macht, das ist noch in Entwicklung. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel dem Blabla beibringe und der liefert 1, 2, 3 als Return-Wert, jetzt kann ich dem Scheme Reader, also der Scheme Reader Klasse, muss ich sagen, nicht einer Scheme Reader Instanz. Jetzt kann ich dem Scheme Reader sagen, bla bla. Bla bla. Und da kommt 1, 2, 3, 4 zurück. Im Grunde genommen ist es wie bei Java statische Methoden, nur dass die auch vererbt werden. Und in Java werden sie nicht vererbt. Also ich kann zum Beispiel eine Subklasse von Scheme Reader machen. Machen wir mal eine neue Subklasse. Subklasse, das heißt My Special Friend. Jetzt kriege ich es nicht mal hin. Friend, My Special Friend. Und weil My Special Friend von Scheme Reader, ich meine, dass das auf der Instanzseite, machen wir mal auf der Instanzseite auch noch was, da kann ich jetzt hier auf Hierarchie gehen, dass der auf der Instanzseite das kann, auf der Instanzseite bringe ich mal Fasel bei, da kann er bla bla und faseln. Und bei Fasel, da liefert er zurück Return, wegen mir ein String, Hello. Das heißt, ein Scheme Reader, eine Scheme Reader Instanz, die kriege ich ja durch Scheme Reader New, die kann faseln. Hello, klar. Und My Special Friend New, der kann auch faseln. Na? Hello, klar. Der Scheme Reader seinerseits, der kann Blabla von sich geben und My Special Friend, die Klasse, kann auch Blabla. Und das ist der Unterschied, das ist nicht so bei Java, weil da ist eine statische Methode, wirklich statisch, wird nicht vererbt. Und ich kann sie hier ist natürlich so, weil es ein Objekt ist und Objekte konsistent letztendlich durch andere Objekte beschrieben werden, die wiederum Klassen sind und dann Protokoll festlegen, muss das eigentlich so sein, dass das hier so funktioniert. Gut, aber im weitesten gehenden Sinne ist das sowas wie eine statische Methode. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich das in Smalltalk mache, damit Sie ein paar neue Sachen so kennenlernen. Weil so, My Special Friend brauchen wir nicht mehr, den schmeißen wir wieder raus.
Löschen. Lösche my special friend. Das ist auch nett. Und Fasel brauchen wir auch nicht mehr. Und auf der Klassenseite wollte ich eigentlich ein Read implementieren. Das heißt, ich mache mal da gleich Reading. Und bla bla brauchen wir nicht mehr. Aber hier möchte ich einen... Naja, jetzt hat er das gleich mit weggelöscht. Das war blöd. Hier hat er gleich die leere Kategorie mit weggelöscht. Das war blöd. So. Na, Mist. Read. From. Was wollten wir machen? Implementieren. Wie war unser Testfall nochmal? Jetzt habe ich den ein bisschen verloren, verlauter. Das heißt, wir müssen mal gucken. Last visited. Achso, hier übrigens. Hier habe ich eine Historie, wo ich war. Hier habe ich eine Historie, was ich getan habe. Also ich habe im Scheme Test 1 definiert, da war ich zunächst und da kann ich jetzt wieder hin. Ich wollte also einen Scheme Reader Read wollte ich implementieren und Read from a String kriegt er als Argument. So, was muss der Reader machen? Also, der Reader hat die Aufgabe, so eine Datenstruktur aufzubauen und diese einzelnen Dinger sind Instanzen von unseren Scheme-Objekten, die ich vorher schon hin definiert habe. Also das ist ein Scheme Cons, das wird ein Scheme Symbol. Und wenn da eine Zahl drin vorkommt, irgendwie so eine 5, dann wird es eine Scheme-Integer. Das muss er machen. Und das Einfachste fangen wir mal an. Das heißt, als erstes macht er mal einen Stream auf den String und holt dann charakterweise die einzelnen Dinger raus. Das haben sie alle von Java drauf. Das heißt, er sagt einfach return self read from a String. Und da brauchen wir einen Stream, also read stream drauf. Okay. Alles noch neu, Smalltalk-Syntax, auch das Protokoll, aber es geht darum, dass sie es lesen können, nicht, dass sie es nachvollziehen können im Moment. Es ist auch nicht die Aufgabe, dass sie in Smalltalk das programmieren, wenn sie es nicht wollen. So, jetzt sieht man, wie praktisch das ist, dass ich hier nämlich auf der Klassenseite auch alles Mögliche definieren kann. Übrigens ist new nichts anderes als eine Klassenmethode, die eine neue Instanz anlegt, ne? Also nichts Besonderes. Können wir auch gucken, Implementierungen von new. Und Sie sehen, hier sind verschiedene Dinge, die new definieren. Also das, was Sie als new kennen, Konstruktor, ist hier eine Klassenmethode, die ein bisschen Memory allokiert, im Prinzip technisch, und dann sagt, du bist eine Instanz von mir. Kann man auch redefinieren, ich kann new redefinieren. Und zum Beispiel, wenn ich einen Singleton haben will, das kommt mal gleich, machen wir jetzt gleich an der Stelle, es passt gerade gut. Scheme-Objekt, ich wollte gerne ein Scheme-Objekt haben, das unser Scheme-Nil ist. Das heißt, ich nehme mal, kann das hier genauso hier drin editieren, copy, paste, und kann sagen, ich möchte ein Scheme Nil haben. Und was will ich hier drin machen? Ich will in der Klassenseite das New redefinieren, Instance Creation. Und will sagen, wenn du New machst, dann möchte ich eigentlich gucken, gibt es schon ein Nil im System? Wenn es schon ein Nil gibt, dann soll genau dieses Nil zurückliefern, damit ich einen Singleton habe. Wenn es das noch nicht gibt im System, dann leg es mal an. Also beim allerersten Aufruf soll er es mal anlegen. Wenn nicht, dann soll er dieses Existierende zurückliefern. Das heißt, ich muss das New hier redefinieren, dass er genau das macht. Und dazu muss ich mir diese allererste, jetzt ist New übrigens redefiniert, dass er self zurückliefert, also gar nichts. Wenn ich jetzt sage Scheme Nil New, dann krieg ich wieder Scheme Nil zurück. Also wo merke ich mir das? Und dazu brauche ich das, was in Java eine Static-Methode, eine Static-Variable wäre, die definiere ich hier bei Class-Variables. Also hier definiere ich quasi die Instanz-Variablen, die Private-Variablen von den Instanzen und hier definiere ich die Class-Variablen von der Klasse. Und da kann ich mir zum Beispiel merken, the one and only singleton definiere ich hier. Jetzt hat er die Variable und übrigens kann ich die hier auch gleich andrücken und sagen print it. Nil. Die ist bis jetzt noch nil, weil die gibt es noch nicht. Ich habe ja noch nie was damit gemacht. Ich habe sie bloß angelegt, ein Binding im Grunde genommen. Und jetzt gehen wir wieder in unser New rein und sagen, fortfahren und sagen hier drin, okay, the one and only singleton is nil, if true, dann sagen wir the one and only singleton, Doppelpunkt gleich, naja, self new kann ich nicht sagen, aus naheliegendem Grund. Was will ich machen? Ich habe ja new redefiniert. Ach, ist das geschickt, dass man Static-Methoden redefinieren kann, deswegen kann ich nämlich sagen super new. Okay, wenn das nicht ginge wie in Java, dann hätte ich jetzt ein Problem gehabt. Deswegen kann man solche gewissen Sachen dann dort nicht machen. Und dann sage ich return the one and only singleton. So, und jetzt habe ich eigentlich mein Singleton implementiert, mehr brauche ich nicht.
jetzt probieren wir es gleich mal aus. Und eine gute Strategie ist eigentlich die, dass man zu einer Methode gleich unten ein Stück Code einkippt, das quasi das demonstriert. Also zum Beispiel kann ich sagen, Scheme nil new gleich gleich Scheme nil new. Das gleich gleich ist in Smalltalk die Identität, das einfach gleich ist das Equals. Ja, also ich kann zum Beispiel sagen 1.5, nee, ich kann sagen 1 gleich gleich 1.0, das eine ist eine Float, das andere ist eine Integer, ja, sagt er, ist false. Ist klar, es sind nicht identische Objekte, aber sie haben den gleichen Value. Woran liegt das? Weil Equals quasi bei Integer definiert wurde, dass er das kann. Wir können mal schauen, wer implementiert den gleich im System. Und das findet man hier wahrscheinlich bei Number oder Integer irgendwo eine Implementierung. Vermutlich bei Small Integer. Wie auch immer, irgendwo finde ich es. Number, Magnitude, Intervall, habe ich es übersehen. Small Integer, da ist sie. Eine Small Integer sind die kleinen, die in 32-Bit passen. Oder in dem Fall 64-Bit, weil das ein 64-Bit-System ist. So, das heißt, wenn hier gleich True liefert, dann weiß ich, das ist auch wirklich ein identisches Objekt. Nicht nur inhaltsgleich, sondern auch Pointer referenziell gleich. Also, und da kommt True raus. Das heißt, unser Singleton-Mechanismus funktioniert. Wir können es auch dadurch schauen, dass wir zum Beispiel mal in Speicher gucken, wie viel Speicher belegt das System gerade. Aha, das, so sieht die Situation aus. Und jetzt rufen wir einfach 1 Million mal 1 Million mal times repeat scheme nil new und führen das mal aus. Und wenn der Speicher nicht wächst, was er nicht tat, dann sehen wir, okay, es scheint zu funktionieren. Also es geht hier. Sehr gut. Weil wenn ich 1 Million mal Array new sage, probieren wir das mal, dann rappelt es in der Kiste. Da sieht man hier hinten, naja, so viel rappelt dann auch nicht. So, jetzt sieht man das, was passiert ist. Kurz, da geht, naja, 10 Millionen mal. Der Garbage Collector, auf den kommen wir noch, der ist sehr gut. Der ist schneller als malloc free. Viel schneller. So, jetzt haben wir also unser Scheme nil und unser Reader, unser erster Scheme-Test, da gehe ich nochmal hin. Garbage Collection machen wir da in Stunde 10 ungefähr. Das heißt, unser Scheme-Reader soll lesen zum Beispiel nil und dann erwarten wir, nee, eigentlich wollte ich mit Zahlen anfangen. Lass uns mit Zahlen anfangen, machen wir das so. Sorry, die nil kommt später. Also, Scheme-Reader. Hier waren wir, Reading. Wir haben gesagt, ich mache mir einen Read-Stream und ich lese dann von dem Stream. Jetzt kann ich nicht wieder Read-From aufrufen, sondern ich muss schon was anderes mir einfallen lassen. Read-From-Stream wäre vielleicht nett. Gibt es im Moment noch nicht. Machen wir jetzt. Read-From-Stream, ein Stream. Das ist Konvention, dass man die Argumente so nennt, wie das, was man denkt, was wohl reinkommt. Es ist ja dynamisch getypt, das heißt, es gibt keine statische Typprüfung, aber für den Programmierer ist es natürlich leichter zu lesen, wenn man dem Leser einen Hinweis gibt, was man an der Stelle erwartet. Es gibt auch Smalltalks, die sowas wie statische Typisierung auch noch drin haben, da kann man dann sagen, Stream, Type, Strongtalk heißt das zum Beispiel, ist aber nicht so arg verbreitet. Okay, was muss ich machen? Ich muss als erstes einmal sagen, okay, von dem Stream möchte ich vielleicht den Whitespace wegskippen. Also alles, was Blanks sind und so weiter, überlesen. Das heißt, da sage ich erstmal Skip Whitespace in a Stream. Wobei das dumm ist, weil mein Stream kann das bestimmt. Schauen wir mal nach, was das Stream kann. Wer implementiert irgendwas mit Skip im System? Und da gibt es, jetzt gehen wir mal zum Read-Stream. Da gibt es zum Beispiel Skip-Separator und Skip-All-Whitespace. Das ist genau das, was wir eigentlich brauchen. Das heißt, ich kopiere mir den Namen, damit ich den nochmal tippen muss und sage dann einfach a Stream Skip-Separatoren. So. Und eigentlich würde ich gerne mal testen. Jetzt machen wir mal einen Halt hier rein. Ein Halt ist quasi ein erzwungener Debugger öffnen. Und wir lassen unseren Test-Case wieder laufen. Ah, Scheme Reader, Class does not understand read. Wir haben das auch Read From genannt. Jetzt müssen wir überlegen, ist das falsch oder ist der Test Case falsch? Ich würde sagen, in dem Fall, sagen wir mal, der Test Case wäre falsch. Und lassen das nochmal laufen. So, jetzt sitzen wir hier im Halt. Und Sie sehen, ich bin im Halt im Debugger drin. Ich kann hier schauen, was mein Stream gerade ist. Ich kann hier auch
auf den Receiver gucken. Also hier in dem Fenster habe ich den Receiver, was ein Scheme Reader ist. Tatsächlich habe ich das als Scheme Reader Class, genau, also es ist eine Klasse. Und jetzt kann jetzt hier auch mal schauen, was würde ich denn tun? Jetzt schauen wir mal, was ein Stream liefern würde, wenn ich dann reinschauen würde. Peak, kennen Sie sicher auch von Java. Da würde ich jetzt, wenn ich jetzt lesen würde, würde die 1 kommen. Dollar, das heißt Charakterkonstante, würde das der Charakter 1 kommen. Ist ja auch klar, weil unser Test, wenn ich da oben mal reinschaue, der Test übergibt ja genau das. Vielleicht, um das zu testen, wäre nicht schlecht, wenn wir hier ein bisschen Whitespace reinmachen und einfach nochmal starten. Und jetzt schauen wir mal, was unser Stream bringen würde. Das Stream Peak würde jetzt bringen immer noch wieder die 1. Wir können mal in den Stream kurz reingucken und schauen, ob der schon positioniert hat. Das ist sein Collection, über die er streamt, und das ist die Position, an der er gerade ist. Also man sieht, er hat die Blanks schon übersprungen. Wunderbar. So, und jetzt schauen wir mal. Jetzt holen wir uns also den Next Character mal raus und nennen das mal CH und sagen CH Doppelpunkt gleich a Stream. Halt, das habe ich schon da stehen. A Stream Peak. Und dann, eigentlich können wir das mal machen, recent. Und dann gucken wir mal, jetzt haben wir die 1 da drin sitzen. Und dann wird man sagen, okay, wenn der Charakter numerisch ist, dann sagen wir read integer. Wenn der Charakter eine Klammer ist, dann rufen wir uns rekursiv für eine Liste auf. Und wenn der Charakter was anderes ist, dann rufen wir uns vielleicht für was anderes auf. Wir werden nachher sehen. Also sagen wir Charakter gleich Dollar Klammer auf. Also Dollar, wie gesagt, ist eine Charakterkonstante. Kann ich inspizieren. Das sehe ich, das ist ein Charakter, ein Charakter mit einem ASCII-Value 40 und der hat auch eine Klasse, der Charakter, und den kann man zum Beispiel fragen, schauen wir mal, was wir denn alles fragen. Ah, jetzt weiß ich, was da falsch ist. Moment, ich muss es kurz umkonfigurieren. Ich habe den noch so eingestellt, dass der die Source Code aus dem CVS holen will und da kommt er jetzt gerade nicht ran hier. Deswegen timet er da immer aus und braucht so lang. Jetzt holt er sie aus dem Filesystem, wenn er kann. Wobei der gerade noch drin sitzt, glaube ich. Na? Machen wir den nochmal zu. Jetzt reagiert er gerade gar nicht mehr. Nehmen wir den. Der war noch blockiert irgendwo. Charakter. Also Charakter versteht zum Beispiel solche Dinge, der will es immer noch machen. Er will immer noch aufs CVS umzugreifen. Was habe ich denn da gemacht? Quellcode-Verwaltung. Eigentlich darf er das nicht mehr versuchen. Da scheint noch in irgendwas drin zu sitzen. Ich zeige es nachher, sobald er ein Timeout hat. Dann tun wir den mal nach außen. So, also, wie gesagt. Jetzt bin ich verhackt. Muss man rauskillen. Irgendwie habe ich mich aufgehängt. Er hängt jetzt total. Komm, reißen wir die einfach mal alle runter, dann ist er roh. Okay, und den auch noch. Ah, der lässt sich gar nicht wegreißen. Da ist noch einer. Okay, der war der Böse. Ja, ist gut, geh weg. So, versuchen wir es nochmal. Also nochmal. Das nächste Mal werde ich ein stabiles System nehmen und nicht das, an dem ich gerade rumgebastelt habe. So, okay, hier ist unser Charakter. Also ich kann zum Beispiel sagen, Charakter equals Klammer auf, if true, dann sage ich self return self read list from a stream. Okay, das ist in dem Fall nicht der Fall. Ansonsten würde ich sagen, was gibt es noch? Klammer zu, brauchen wir vielleicht noch. Vielleicht auch nicht, möglicherweise. Doch, bei einer... Ne, das war es eigentlich. Auf der Ebene war es das. Dann würde man nämlich sagen, return self read symbol or number. Weil, ich habe mir nämlich gerade überlegt, wenn ich jetzt hier schon prüfe, ob es ein Digit ist, also eine Ziffer, und dann entscheide, read number aufzurufen, dann kann ich später keine Symbole mehr wie 1 plus
eingeben. Das heißt, ich muss zunächst mal alles lesen bis zum Ende, bis zum Space und dann prüfen, sind alles Ziffern, dann wird es eine Zahl. Und nicht schon am Anfang. Also die Syntax ist hier ein bisschen vielleicht ein bisschen flexibler als in anderen Programmiersprachen. So, jetzt kommen da zwei Warnungen, dass es das noch nicht gibt. So weit, so gut. Jetzt kommen wir hier in Read Symbol or Number. Gibt es nicht, klar. Scheme Reader does not understand Read Symbol or Number. Jetzt wollen wir das definieren. Dazu kann ich hier eigentlich auf diesen does not understand drücken und der Debugger ist so freundlich und definiert mir das, wenn ich da drauf drücke. Und steppt dann gleich so lange vor. Er hat es jetzt so definiert, dass ein Halt gleich drin ist und hat dann gleich so weit vorgesteppt, dass ich wieder in dem Halt lande. Das heißt, jetzt hat er so getan, als hätte es dann doch gegeben, ist reingesprungen, hat mir aber dann den Halt hier eingebaut, damit ich was Vernünftiges da reinmachen kann. So, Read Symbol or Number. Was blöd war, weil eigentlich wollte ich Read Symbol or Number from a Stream machen. So, das war jetzt fortfahren. Und da machen wir das ganz gleiche Spielchen nochmal, also hier wieder definieren. Allerdings müssen wir irgendwann mal den Schrott aufräumen, den wir gebaut haben, weil wir haben nämlich jetzt hier Read Symbol or Number ohne Argument, das schmeiße ich gerade raus. Und ja, und dieses Ding tun wir vielleicht in die Reading-Kategorie rein, damit es da in der Liste passt. So, jetzt sind wir also hier drin, Read Symbol or Number from ReadStream. Was wollen wir machen? Wir lesen jetzt so lange, bis wir Whitespace kriegen und sammeln das auf. Also Collector. Wir fangen an mit einem leeren String und sagen, okay, solange a ReadStream, nennen wir es a Stream. Solange a stream at end false ist, Sie erinnern sich an unsere Lambdas, das sind While Loops in Smalltalk. Ich habe hier einen Lambda, der wird evaluiert, dem schicke ich die Nachricht while false, der evaluiert sich und wenn er Trug liefert, wenn die Evaluierung Trug liefert hat, tut er das da hinten evaluieren und das Ganze in einer Loop. Wenn false, dann kommt er raus. Können Sie auch wieder nachgucken mit Implementers, wie das implementiert ist. Und dann wird man hier sehen, Block while false, der sagt, ich evaluiere mich und wenn true rauskommt, dann war es das. Ansonsten evaluiere ich den Block, das Argument und sage, this context restart. Was ist this context? This context ist das aktuelle Stack Frame. Gibt es auch als Objekt. Ich kann zum Beispiel sagen, this context sender und dann inspect und dann sehe ich, dass mein Aufrufer war das Ding. Und ich kann hier sogar die Senderkette, ja, die ist jetzt schon abgeräumt, aber ich kann auch die Senderkette hochgehen und kann schauen, wer hat mich aufgerufen und dann komme ich hoch. Und genau das ist das, was der Debugger macht, wenn er das hier anzeigt. Das heißt, der Debugger ist komplett in Smalltalk geschrieben und nutzt nur die Reflection-Fähigkeiten, dass Stackframes im Prinzip auch Objekte sind, guckt da rein und zeigt mir die halt schön an. Aber keine Magie. Kein JDI-Interface, was höchst kompliziert ist oder irgend sowas. So, also while false. Dann sage ich, hol mir den nächsten Charakter. Das heißt, CH ist a stream peak. Guck, ob das CH ein Whitespace ist. CH ist Separator. If true. Ah, das war es eigentlich schon. Dann können wir eigentlich auch. Also dann können wir gleich sagen, ch at end or stream at end oder der Charakter, den ich lese, ist Separator while false. Also ich bin weder am Ende, jetzt ist die Frage, wie rückt man das ein, damit es halbwegs schön lesbar ist, vielleicht so. Das ist jetzt eine Geschmacksfrage. Gut, also solange der Stream weder am Ende ist, noch ein Separator ankommt, muss ich sagen, weder am Ende, dann muss ich sagen, Stream not, while true. Nee, while false war richtig, halt, sorry, ich bin ja blöd. So, solange muss ich sagen, dem Collector next put heißt es hier, next. Vielleicht sollte ich mich auf ihn verlassen. Nee, next put. Solange das syntaktisch nicht korrekt ist, hat er manchmal Probleme rauszukriegen, was ich denke. Next put den Charakter.
Und nachdem wir den bloß vorher gepiekt haben, muss ich ihn auch irgendwann überlesen, muss also sagen, a stream, next. Ich habe ja hier bloß mit Peak reingeguckt, habe also quasi bloß vorgelesen, jetzt muss ich ihn tatsächlich weiterlesen. Okay, da habe ich noch einen Tipp, Friedfreder, Semikolon statt Ding. Na, Punkt natürlich in Smalltalk. Characters undefined, naja, das können wir mal definieren, vielleicht als Methodenvariable. Self not implemented, das ist blöd, weil da fehlt ein Punkt. Also das, was das Semikolon in Java ist, ist hier der Punkt. Ansatzweise, nicht ganz genau. Der Punkt ist hier ein Statement-Separator. In C und in Java ist ein Statement-Terminator am Ende. Das ist ein leichter Unterschied in manchen Situationen. Okay, dann können wir es nochmal versuchen. Wir haben schon was überlesen. Weil das Problem ist jetzt folgendes, wenn wir hier restarten und wir haben schon was rausgelesen, lesen wir das Zeichen natürlich nicht nochmal, weil im Stream steckt State drin, dummerweise. Wäre schön, wenn das irgendwie funktional gewesen wäre, aber wir haben den Stream schon kaputt gemacht, wenn man was rausgelesen hat oder schon modifiziert. Deswegen kann ich nicht immer Resend sagen. Manchmal geht es nicht. Klar, soweit. Jetzt geht's noch. So, jetzt gucken wir mal, was der Collector gesammelt hat. Collector ist ja ein Write-Stream und dann gucken wir mal, was der schon drin hat. Der hat jetzt 1, 2, 3, 4. Die Blanks da hinten gelten nicht, weil er bloß Füllgrad 4 hat. Der hat einfach einen größeren Puffer schon mal allokiert und die ersten 4. Ich kann den Write-Stream jetzt fragen, was hast du gesammelt, indem ich ihm sage, Collector Contents und dann kriege ich da raus, was er gesammelt hat. 1, 2, 3, 4. So, das sind jetzt die Characters. Und diese Characters tun wir in den Contents rein. Und Sie sehen, ich arbeite die ganze Zeit im Debugger, das ist genial. Und was machen wir jetzt, wenn alle Characters, jetzt kann ich nicht mehr Resend sagen, weil der Stream ist jetzt leer. Ne? Jetzt würde ich gleich in der File kommen. Klar, weil ich habe ja jetzt schon alle Characters rausgelesen von meinem Stream. Der ist schon in Position 9, die Collection hat bloß 9 Characters, der ist jetzt am Ende. Ich könnte dem Stream jetzt sagen, self-reset, do it. Jetzt ist er wieder am Anfang. Moment, muss ich einmal auf den drücken, damit er es wiederholt. So, jetzt ist der Stream wieder am Anfang. Und jetzt kann ich ein Resend machen. Jetzt kann ich in meinem Debugger bleiben, weil dann kann ich die Characters nochmal lesen. Also da kann man. So, was habe ich gesammelt? Characters. Das stimmt nicht, da muss ich nochmal gucken, weil eigentlich, das kann nicht sein. Characters, hier 1, 2, 3, da hat irgendwas trotzdem nicht gestimmt. Wahrscheinlich war das EOF-Flag schon gesetzt, das hätte ich auch noch setzen müssen. Gut. So, jetzt schaue ich, sind alle Characters Digits, dann ist es eine Zahl. Wir lassen mal Floating Point Numbers und solche Sachen mal außen vor, aber vorläufig machen wir nur Integers. Das heißt, oder ich kann sagen, wenn ich daraus eine Zahl, wenn Smalltalk eine Zahl draus lesen kann, dann wird es schon eine Zahl sein. Ich könnte also sagen, Number Read From Characters, wenn der was Vernünftiges zurück, weil da kann man nämlich sagen, On Error, Nil. Der würde jetzt mir die Zahl rauslesen und mir eine Integer daraus geben, aus dem String. Und wenn es was Ungültiges ist, wenn ich da einer sage, Number Read From ABC, dann kommt da nämlich, da käme nämlich da ein Error, ein Nil zurück und dann wüsste ich, Nil, dann wüsste ich, dass es ein Symbol ist und keine Zahl. Und auf der anderen Seite kann der nämlich auch dann mit Floating Point schon umgehen. Sowas, dann würde der schon die Float-Zahl lesen. Allerdings wollte ich nicht zu viel von Smalltalk hier reinbauen, weil wir es in C nachher nicht haben. Deswegen mache ich es jetzt einmal so, wie wir es nachher auch in C machen würden. Also ich sage, Characters conform, each character, ch ist digit. Gut, in C müssen wir das nachher ein bisschen anders programmieren, ein bisschen umständlicher, dann müssen wir eine kleine Loop drüber machen, ob alles Digits sind. Aber der liefert mir jetzt True zurück, wenn alle Characters Digits sind. Und wenn da True rauskommt, dann sage ich, ich habe ein Scheme Integer an der Hand, Return Scheme Integer New. Und die Scheme Integer sollen ein Value haben und da muss ich jetzt doch meine Number lesen oder vielleicht Integer. Integer Read From die Characters. Okay, das war's. Accept. Abbrechen. Schauen wir nochmal. Debug. So, jetzt geht's gerade weiter. Scheme Integer versteht nicht Value Doppelpunkt. Ist klar. Scheme Integer habe ich ja hier. Scheme Integer erbt von Scheme Object. Scheme Integer hat zwar ein Value, aber hat noch keinen Setter dafür.
Also in Smalltalk muss es immer ein Setter oder Getter dafür geben. Es gibt keine Public-Variablen, die man von außen anguckt. Es ist komplett gekapselt. Und dazu muss ich einen Setter machen. Das geht aber hier relativ leicht, weil das kann mir der Browser für mich machen. Da kann ich sagen, generiere mir mal Zugriffsmethoden. Und dann hat er mir ein Value und ein Value-Doppelpunkt gemacht. Und jetzt hat er einen Setter. Jetzt kann ich mal schauen, was da zurückkäme. Inspect. Aha, da käme jetzt eine Scheme-Integer und die hätte den Value gesetzt. Zurück. Wunderbar. Fortfahren. Der Test geht zwar noch, ging noch schief, aber jetzt müsste er eigentlich passen. Prima. Ich habe ein O zurückgekriegt und es ist ein Scheme-Integer, aber der versteht die Frage noch nicht, bist du eine Scheme-Integer? Das haben wir mir nicht beigebracht. Wie antworte ich auf die Frage, bist du eine Scheme-Integer? Das bringen wir ihm ganz kurz bei. Da sagen wir hier neue Testing-Kategorie vielleicht, damit wir sie später wieder finden. Und sagen Return True. Und eigentlich brauchen wir in Scheme-Object das gleiche mit False, das macht mir aber auch, der sagt, False liefert einen Is-Test in Superklasse, generieren wir rein, und jetzt hat der da oben ein Is-Scheme-Integer und liefert False zurück. So, abbrechen und jetzt schauen wir nochmal weiter, Debug. Wunderbar, unser erster Test-Case ist gut, die Zeit drängt, wir haben noch 4 Minuten, das heißt, wir müssen das nächste Mal weitermachen. So, was wäre die Aufgabe für Sie zum nächsten Mal? Ich habe, komm, muss man nur öffentlich machen, vielleicht... Abschließend. Nun, wir bringen den Reader das nächste Mal auf Vordermann, klar, und einen Printer. Vielleicht bereite ich auch ein bisschen was vor, weil das eigentlich relativ straightforward geht. Auf der anderen Seite das Objektmodell durchzuspielen, wir werden sehen, wie wir vorankommen. Eigentlich will ich den Eval machen, aber der Eval geht zunächst einmal straightforward, auch so wie wir in Lisp schon haben. Ich denke mal, es geht wie das Brezelbacken. Das Hauptproblem, das wir nachher haben werden beim Eval, und das können Sie sich auch schon mal überlegen, ob Ihnen vielleicht eine Idee einfällt, aber das ist nicht ganz trivial, ist, dass unser Eval rekursiv, MyEval wieder rekursiv aufruft. Und wir haben ja am Anfang mal über diese Tail-Call-Eliminierung gesprochen. Dieses Eval funktioniert in Scheme auch so, weil Scheme für es die Tail-Call-Eliminierung macht. Wenn wir es aber jetzt in Smalltalk implementieren und Smalltalk macht keine Tail-Call-Eliminierung und auch C wird es nicht machen, müssen wir uns überlegen, wie können wir eine Tail-Call-Eliminierung im Prinzip selber implementieren? Also wie können wir eigentlich eine Rekursion implementieren auf einem System, ohne dass wir die Rekursion des Systems selber quasi verwenden? Das heißt, dass wir quasi die Call, die Return-Informationen irgendwie außerhalb halten. Ja? Und vielleicht denken Sie mal drüber nach oder googeln drüber nach. Wenn Sie auf kein Resultat kommen, ist auch kein Problem, weil wir werden darüber nochmal reden. Aber das sind so ganz interessante Dinge, die man sich mal überlegen muss. Wie könnte ich in C implementieren einen rekursiven Algorithmus, ohne dass ich Rekursion irgendwie dann doch wieder verwende von C. Ich muss natürlich dann die Call- und Return-Information außerhalb halten, das ist keine Frage. Und das bringt uns in Richtung Continuation, aber das wäre so ein bisschen vielleicht philosophieren bis zum nächsten Mal. Ansonsten nochmal ein bisschen Scheme zur Übung, falls Sie es noch nicht gemacht haben. Wenn Sie wollen, können Sie sich auch in Smalltalk runterladen. Das sind alle frei, die ich vorher gesagt habe. Die kann man also public runterladen und damit ein bisschen spielen. Es ist aber für die Vorlesung weder erforderlich, dass Sie Smalltalk können, noch dass Sie Scheme können. Sie müssen nur einen Scheme-Interpreter nachher liefern. Egal in welcher Sprache implementiert. Also soweit, bis zum nächsten Mal dann, würde ich das jetzt abschließen. Danke.